Rapper lesen Rapper war mit Sicherheit die Erfolgsveranstaltung aus Österreich. Ja, also erstens war das ganze Konzept natürlich einmal einzigartig. Literatur mit Rap-Texten zu mischen. Man nimmt die Subkultur her und verschmilzt die mit der Hochkultur. Uranstößig, aber in feinem Setting. Damit das eben in der Mitte von der Hochkultur ankommt. Endlich macht mal wer was Innovatives. Damit endlich die Fördergelder fließen. Switch. Und plötzlich bist du gebucht im ganzen Land und über die Grenzen. Und wenn du jetzt einmal 100 Jugendliche fragst, kennt sie in Friede Jelinek? Oder kennt ihr Rapper lesen Rapper? Was wären sie sagen? Rapper lesen Rapper. RLR-Rider. Das war das Wichtigste. Eine der wichtigsten Sachen. Für den gesamten Hip-Hop, für die gesamte Welt. Brutrade Kultur aus im Wiener Staats. Es wurde von Show zu Show fetter. Global, ja? Das war groß. Win-win-win-win-win-Situation für alle Beteiligten, ne? Das habe ich bei keinem von meinen fetten Major-Projects bisher so einen Spirit gespürt. Das hätte einfach ein weltweites Movement werden können. Das wir hätten nur noch in den Flieger steigen müssen, aber dann. Ach. Ja, weiß man eh, was passiert ist.